Guten Morgen aus Hamburg. Hier am Überseeboulevard in der Hafen City ist schon richtig was los. Nutella eröffnet ein Pop-up-Café. Im Erdgeschoss können Nutella-Fans für 10 Tage leckere Sachen genießen. Oben gibt es Fanartikel. Bei der Eröffnung des Pop-up-Cafés mit dabei viele Prominente. Es ist ja noch recht früh am Tage. Wie sieht denn dein optimales, dein Traumfrühstück aus? Das ist vor allen Dingen lange und mit allen, die ich dabei haben möchte. Das wäre mein Traumfrühstück. Was steht so auf dem Tisch? Naja, von herzhaft bis süß. Also süß ist bei mir immer am Schluss. Nutella oder Marmelade, so ist es immer am Schluss. Aber vorher herzhaft. Ich frühstücke ja lieber abends. Ich habe abends immer total Lust auf Frühstück und also das, was man klassischerweise zum Frühstück isst, das esse ich eigentlich am liebsten eher zum Abendessen. Und jetzt mal übers Frühstück hinaus gedacht, wie wird bei euch daheim genascht, Michelle? Immer nasche ich, immer, mit ganz vielen Leuten zusammen, weil naschen muss man zusammen. Das ist etwas, was Spaß macht, wenn man alle zusammensitzt. Für Annemarie und Wayne Carpendale bedeutet das Pop-up-Café auch, dass sie Gutes tun können. Für ihr Projekt Hand to Hold spendet Nutella aus dem Erlös. Das ist eine Initiative, die wir 2012 zusammen gegründet haben, gemeinsam mit Hand for Children, wo wir Kindern und Jugendliche, denen es nicht so gut geht, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, nach München einladen und mit denen 3 sehr, sehr intensive Tage verbringen, ganz viele tolle Aktionen mit denen machen und wo wir einfach hoffen, dass sie mit ein bisschen mehr Glück im Herzen und im Bauch wieder zurück nach Hause fahren, wo wir einfach versuchen, sie ein bisschen aus ihrer Welt für 3 Tage zu entführen. Na dann, auf 10 spannende und erfolgreiche Tage mit dem Pop-up-Café in Hamburg.